muss er auch noch ihn angreifen. Ich sehe es noch nicht kommen. Bin ich ganz ehrlich. Ich sehe es noch. Es ist noch nicht vorbei. Es ist wirklich gerade ganz spannend, spannend, spannend. Oha. Wenn er das jetzt vermasselt. Und er den Würfel jetzt falsch wirft, dann bin ich durch. Dann bin ich durch. Dann habe ich wenigstens ein Unentschieden erreicht. Es ist unentschieden. Es ist tatsächlich ein Unentschieden. Spannung bis zum Schluss. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Unbelievable, könnte man sagen. Wie krass ist das? Wie krass? Wer hätte das erwartet nach der ersten Halbzeit? Und er kann jetzt wirklich unmöglich noch einen Touchdown machen. Es geht einfach nicht. Es sei denn, okay, eine letzte Möglichkeit gibt es noch, aber da müsste er jetzt ganz viel Glück haben. Und ihr seid dann bei mir, wenn ich hoffe, dass es eben nicht so sein wird. Habt ihr das gesehen? Unser Werfer, unser Fänger hat ein Level Up. Der muss geschützt werden. So. Wie weit können die? Egal. Wir gehen noch ein bisschen hinter. Zur Sicherheit, die Feldspieler vorne sind nicht so wichtig. Die werden sowieso 1:1 ersetzt, wenn man keine Spieler am Start hat. Also, los geht's. So, er versucht's gar nicht mehr. Es ist ihm jetzt, glaube ich, einfach egal. Er will einfach nur noch hier irgendwie nochmal Schaden zufügen. Alles andere ist mir jetzt egal. Verrückt wäre jetzt gewesen, nochmal Züge dazu zu bekommen. Tja, ja. Nothing certain in this game. Ich würde jetzt versuchen, wahrscheinlich dann nochmal einen zu faulen. Wie fies ist das? Komm, wenigstens keine Auswirkungen. Sehr schön. So. Das war's. Das war's. Ein Unentschieden, immerhin besser als verloren. 30.000 grad mal. Klasse. Mein anderer Fänger, der so gut wie gar nicht mitgespielt hat, ist mein MVP. Ja, ich weiß nicht, wonach das geht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. So, auf jeden Fall werde ich jetzt zuerst mal ihm kurz ein kleines Update spendieren. Mal gucken, was die Würfel zeigen. Eine 6. In dem Fall würde ich ihm ganz klar ausweichen geben. Das gibt ihm zum einen die Chance, wenn ich an Gegnern vorbeilaufen darfe durch ihre Tackle-Zonen, dass ich noch geringere Wahrscheinlichkeit habe, hinzufallen. Oder blocken wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist dann aber erst im Kampf interessant, deswegen würde ich lieber ausweichen erstmal nehmen. Das ist, denke ich mal, für ihn spannender oder Hechtsprung vielleicht noch, aber erstmal würde ich sagen, ist das Wichtigste das Ausweichen und Sprint sicher. Ach, da, den können wir richtig hochziehen, glaube ich. Das wird was werden. Wir spielen die weiter. Wir spielen die weiter. Haben mich soeben entschieden. Verpasst das nächste Match. Verpasst das nächste Match. Also keine wirklich schwerwiegenden
Verletzungen, das ist auch gut. Cabal Vision Wie HD teuer sind comes die with a eigentlich alle range of so? new Zu features. teuer. Please see your instruction guide for further details. Gut. Don't be stupid, Jim. Dann Nobody wird ever read ich eigentlich the wirklich gerne instructions. den Apotheker haben, aber das lässt sich ja scheinbar nicht mehr finanzieren. 830, sogar noch schwächer als mein Chaos-Team. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch ein Spiel machen. Was sagt ihr? Lieber Chaos oder Elfen? Ist ja Wochenende, haben wir ja Zeit. Ich richte mich nochmal nach euch. Wahrscheinlich am ehesten nach Bughul. Der hat jetzt immer so schön mit mir hier geschrieben und sich mit mir unterhalten. Ich freue mich übrigens natürlich immer über Follows von euch. Hab übrigens auch einen YouTube-Channel. Da sind meine letzten Spiele hochgeladen, die ich allesamt verloren habe. Falls mein YouTube-Channel jemand sucht, ich werde euch mal kurz in den Chat schreiben, wie der genau heißt. So. Falls ihr den euch mal anschauen wollt, sonst ist da gerade ein Let's Play von StarCraft drin. Genau. Did you know the Strike Magazine trophy was forged in Hellfires, deep beneath the blighted ziggurat of Tsar Nagrund? Ah gut, dann spielen wir nochmal die Elfen, die haben mir jetzt irgendwie doch ein bisschen mehr Spaß gemacht als Chaos. Weil es wirklich mal was anderes ist. Bin's ja wirklich sonst nur gewöhnt, eigentlich die brutalen Mannschaften zu spielen. Vielleicht erstelle ich bei Gelegenheit auch mal ein neues Team nochmal. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Team. Ich habe noch niemals die Ratten gespielt. Das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Team, was ich noch gar nicht probiert habe, weil ich Ratten einfach absolut Team nicht leiden kann. Found. Oh, jetzt gehen die Dunkelelfen. Die haben mehr Punkte als ich. Das heißt, ich kann mir einen Apotheker aus der Portokasse leisten. Das ist doch mal was. Oder zusätzliches Teamtraining. Oder irgendwelche Söldner. Ich guck gleich mal, was ich mir da alles so holen kann. Wie viel haben wir in der Portokasse? 30.000 nur? Mir kommt mir das ein bisschen wenig vor. Ach so, ich kriege ja automatisch, stimmt. Mit 30.000 kann man sich nicht viel holen. Gerade mal Blattweiser Babes, dafür muss ich aber auch ein bisschen was von meinem Geld ausgeben. Aber wenn wieder so viele kaputt gehen, würde sich das lohnen. Ja, genau, wie gesagt, also nach beim K.O., dass man da eine höhere Chance hat, dass sie wieder aufwachen. Und ich glaube, das gönne ich mir tatsächlich. Einfach nur zur Sicherheit. Wenn wir nämlich gewinnen, dadurch wäre das natürlich sehr praktisch. I'm so excited. Denn bei einem Gewinn kann man, wenn wieder so wenig Geld dabei rauskommt, den Würfel wiederholen. Und eventuell mehr Geld bekommen. Welcome back to Cabal Vision HD. Oh, these guys are really gonna go at each other. Just watch. So, gucken wir uns mal die Dunkelelfen in ihrem weißen Gewändern an. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse das mal. Both teams are just about even. Unser Team kennen wir ja schon, das wollen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Wir können uns aussuchen, ob wir empfangen oder werfen. Play a good passing game. But can also be really violent. Da hat er recht. Die sind zu allem imstande, kann man durchaus sagen. Gucken wir mal, was der Gegner sich für eine Aufstellung aussucht. Oh, ich sehe gerade, er hat nur einen so einen Würfel. Ähm,
Nein, ist nicht unbedingt Standard. Man kann auch ganz anders ein Team zusammensetzen. Aber ich mache das gerne so. Also ich spiele wirklich gerne mit einem Werfer, damit auch der eine wirklich gut geskillt werden kann. Und legt dann eigentlich mehr Wert darauf, dass ich versuche, zwei Fänger eben zu haben. Damit der Gegner sich auf zwei Spieler da konzentrieren muss. Einen Feldspieler setze ich dann wahrscheinlich gleich mit hier vor, damit ich dann in vorne ein bisschen im Vorteil bin, schlicht und einfach. Ich möchte hier nämlich ein bisschen tatsächlich mit Gewalt reingehen, kurz. Kann ich dem Gegner diesen Vorteil erstmal ein bisschen wegnehmen, dass er hier der Gewalttätige wäre. Die Elfen haben halt wirklich alle den Vorteil, dass jeder von denen prinzipiell ganz gut fangen kann. Du musst nicht unbedingt der Fänger sein, um wirklich gut fangen zu können. Die haben alle Gewandtheit 4, das heißt, sie haben schon eine recht gute Chance. Und der Fänger hat halt zusätzlich noch die Möglichkeit, durch die Fähigkeit fangen, den Würfel, ich glaube, zu wiederholen. Guck nochmal. Genau, da kann wiederholen, falls der Fang misslingt. Ups. So, gucken wir doch mal. Hey, I can sing. Did you know that, Joe? God, really? Really? No need to be like that. My life coach says I have a very deep and healthy baritone. Did you see the pass? You sometimes miss the sun. Wieder einen Erfahrungspunkt dazu bekommen. Dann gucken wir mal, kriegen wir den hier noch vor? Ja. Super. Können wir dem ein bisschen Schutz geben? This formation gives him a safe progression. It's gonna be hard to make him lose the ball. Dann schicken wir mal da hoch. Der hält dann quasi ein paar Leute auf. Und ihn schicken wir nochmal mit hier rüber. So, hier, das wäre Quatsch. Hier, der hat zum Beispiel keinen Vorteil durch die, weil die ja alle durch die Vorderen geblockt sind, um das nochmal zu erklären. Der hier profitiert aber von dem, weil der von niemand anderem sonst eingenommen wird, sozusagen. Come on, guys, together. Und erster Schlag sitzt, das ist doch schon mal. Das macht glücklich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tot! Er ist tot! Habt ihr das gesehen? Das war doch mal ein Schlag. So muss das Spiel losgehen. Das läuft. Ja, ich freue mich fast so sehr wie der Vampir. Ich merke das schon hier. Hinterher. Was, Lou? Der ist tot, der kommt nicht wieder. Der ist für immer tot. Das war's mit dem. So, jetzt bin ich am Überleben, nochmal mit dem zu blitzen. Naja, dann nicht. Bleiben wir mit dem hier und stellen ihn wahrscheinlich am besten
Nochmal hier daneben.